Ja Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar wisst ihr alle Bescheid, es gibt dieses Jahr ein Feuerwerksverbot 2020. Ich stehe hier gerade vor einer Norma-Filiale. Das Prospekt ist ja auch schon gedruckt. Wirklich sehr, sehr schade dieses Jahr um das komplette Feuerwerk. Aber es gibt trotzdem noch eine Möglichkeit. F2 wurde dieses Jahr verboten, aber es gibt trotzdem noch Jugendfeuerwerk der Klasse F1 und das werde ich jetzt gleich mit euch zusammen kaufen gehen. Ja, würde ich sagen, quatschen wir mal nicht so lange und jetzt geht's direkt los. Mal noch schnell hier so eine schöne Corona-Maske auf und dann geht's auch schon los. So, los geht's, dann kommt einfach mit. Was natürlich noch fehlt, ist dieser Einkaufswagen. Ohne den kann man halt nicht in so ein Norma reingehen. Alles Corona-Schutzmaßnahmen. Und wie ihr seht, hier auch wieder das Feuerwerksprospekt, dass dieses Jahr ein komplettes Feuerwerksverbot gibt. Von F2, also diesem normalen Silvesterfeuerwerk. Wirklich schade drum. So, Gott sei Dank noch einiges bekommen. Nicht alles, aber wenigstens noch etwas. Ja Leute, und weil ich das halt wusste, dass es sehr, sehr knapp wird mit dem Feuerwerk, war ich natürlich gestern schon woanders noch einkaufen und habe mich hier richtig schön eingedeckt. Wir haben ja auch das Light My Fire Sortiment. Oder hier Feuerschwert oder auch Hundehaufen und auch zwei Sortimente von diesem Alien Class. Ja, und der Vorteil von F1 Feuerwerk ist halt folgender: Der Verkauf und der Abbrand ist halt ganzjährig gestattet und ja, das werde ich auch quasi jetzt direkt ein schönes Plätzchen suchen und werde euch das präsentieren. Also es gibt jetzt gleich einen kompletten Test.